Herzlich willkommen bei den BIFF Talks des 36. Braunschweig International Film Festivals. Wir sprechen hier mit unseren Gästen über ihre aktuellen Filme und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Mein Name ist Lio Rotkowska und heute zu Gast ist bei mir Schauspielerin Nina Katlein. Hallo Nina. Hallo, danke. Du hast uns heute den Film Family Dinner mitgebracht. Genau. Das leidige Thema Gewicht. Simi ist 15 Jahre alt, wird gespielt von dir. Also eigentlich ist ihr Ziel, sie möchte dorthin, damit ihre Tante ihr hilft, abzunehmen. Das Problem ist, sie hat es ihr noch nicht gesagt, dass es ihr Ziel ist. Das heißt, sie kommt eigentlich hin unter dem Vorwand, ja, ich besuche mal die Familie mal wieder. Es kommt dann auch zu dem Thema und die Tante setzt sie dann auch auf eine Diät. Aber es passiert dann noch viel mehr, also nicht nur das ganze Gewichtsthema. Wie bist du überhaupt auf diese Rolle gekommen oder auf den Film? Dachtest du dir, ich habe auch richtig Bock mal auf einen psychologischen Horrorfilm? Ja, also schon auf jeden Fall. Nein, ich muss sagen, ich war einfach eigentlich überhaupt nicht darauf vorbereitet, sondern ich habe einfach mal den Castingaufruf bekommen und ich habe mir gedacht, ja, wieso nicht? Ich bewerbe mich regelmäßig bei Castings, die meisten werden eh nichts, aber ich habe mir gedacht, ja, egal, ist eine coole Geschichte, ist ein cooler Film, würde ich gerne mal machen, ich bewerbe mich einfach mal. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich mir gar nicht so viel Hoffnung irgendwie gemacht, sondern habe mir einfach gedacht, ja, wäre cool. Und dann, wie es immer ernster geworden ist, habe ich dann schon sehr auf die Rolle gehofft, weil ich mich doch recht gut mit ihr identifizieren kann. Und ich fand einfach den Film extrem spannend. Es war einfach mal was ganz anderes, weil Horror ist eigentlich überhaupt nicht mein Genre. Also sowohl privat als auch auf Bühne vor der Kamera habe ich das eigentlich noch nie gemacht. Deswegen wollte ich es unbedingt mal ausprobieren. Ja, toll, dass das geklappt hat. Ja. Und als ihr dann in den Drehtagen wart, wie hast du dich denn grundsätzlich so auf so einen düsteren Film vorbereitet und was hast du dann auch am Ende des Drehtages gemacht, damit man sozusagen wieder ein bisschen aufatmet und gute Laune bekommt? Also ich muss sagen, was mir sehr geholfen hat, war, dass wir vor dem Dreh Proben hatten. Also da hatten wir wirklich 2 Wochen, glaube ich, waren das, wo wir geprobt haben. Also beide Jungdarsteller und der Regisseur, und wir hatten einen super Schauspielcoach, der uns wirklich geholfen hat. Wir haben halt wirklich auch unsere Rollen erarbeitet und uns auch Hintergrundgeschichten dazu überlegt, zu den Rollen. Wir haben auch mit den erwachsenen Schauspielern dann geprobt. Wir haben einfach sehr viel über die ganze Geschichte geredet, über unsere Charaktere geredet. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen, mich darauf vorzubereiten. Ich muss sagen, während dem Dreh war es eigentlich gar nicht so eine düstere Stimmung. Also ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass auch in den Drehpausen eher die Stimmung etwas, ist, aber das war überhaupt nicht so. Die Kamera war aus und wir haben gelacht, wir haben Spaß gehabt, also es war komplett anders. Eigentlich dadurch war eigentlich auch nicht, ich sage jetzt mal, die Belastung so groß, weil es war ein super Team, wir hatten super viel Spaß. Sehr schön, das ist ja auch wichtig, ne? Dass man tolle Kolleginnen und Kollegen hat. Was war trotzdem für dich der schwierigste Part in dem Film? Gab es irgendwas, was dich... Also ich muss sagen, ich habe mich mit meinem Filmpartner, mit dem Jungen, mit dem Alexander Sladek, sehr gut verstanden. Sind jetzt auch sehr gute Freunde geworden. Und im Film können wir uns doch nicht so wirklich gut leiden und beschimpfen uns auch sehr arg zum Teil. Das war am Anfang ein bisschen komisch. Also da habe ich mir am Anfang ein bisschen schwer getan, weil ich mir gedacht habe, ich mag ihn nur gerne. Und ja, das war irgendwie, komisch. Aber ich glaube schon, dass mir geholfen hat, zu wissen, dass wir es beide nicht ernst meinen und dass wir beide auch wissen, dass wir es nicht ernst meinen. Dadurch hat sich das dann eigentlich auch aufgelöst. Dadurch, dass wir so viel geprobt haben eigentlich auch im Vorhinein und sehr viel auch über die Szenen gesprochen haben. Wir haben auch sehr viel über Grenzen gesprochen. Wie weit können wir gehen? Was ist für uns okay? Dadurch hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich sehr gut für mich alles sich angefühlt hat und auch sehr gut gelaufen ist. Schön, das klingt doch toll. Ja. Nina, du bist auch für den Braunschweiger Filmpreis nominiert. Das ist unser Nachwuchsschauspielpreis. Von deiner bisherigen Erfahrung, was kannst du denn deinen gleichaltrigen Kolleginnen und Kollegen mitgeben? Gibt es da irgendwas, einen Tipp? Niemals aufgeben. Es braucht sehr viel Geduld, gerade am Anfang.
man geht zu zig Castings und ja, ich sage immer so, 99 Castings besucht man und beim 100. wird man erst genommen. Also Geduld braucht es auf jeden Fall, aber auch einfach nicht den Spaß verlieren und dann vielleicht auch mal was anderes probieren. Ich habe dann auch Theater gespielt lange Zeit, also einfach mal ausprobieren, wo man sich am wohlsten fühlt, was einem am ehesten liegt. Ja.